Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Watch Dogs. Die mittlerweile 48. Folge, ist das krass, ey. Wie viel ich schon aufgenommen habe. Wenn man sich mal überlegt, das läuft ja während meines Auslandsjahres verteilt ungefähr. Und da ist jetzt schon mehr als die Hälfte rum. Das ist echt krass, kann ich mir noch gar nicht vorstellen. So, und ich steige mal gerade hier aus. Denn wir müssen jetzt nach da hinten. Ich weiß nicht, ob das Wache sind, ob das Sperrgebiet ist da hinten. Ich glaube, ich hoffe mal nicht einfach. Fish and Chips da hinten. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Interessante Mission. Also interessante Missionsname, würde ich mal sagen. Wie die Mission sein wird, kann ich ja noch nicht sagen. Und es ruckelt mal, wie das ist. Zum verrückt werden. Möchte man meinen. So, Hoffnung ist ein Trauerspiel. Akt 3. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Oh. Limonade und Apfelkuchen. Das mit dem Kleinstadtcharme ist Bullshit. Nur Leute, die aus der Stadt fliehen, um sich hier zu verstecken. Ich kam ab und zu mit Jax und Lina her, um zu angeln. Wir haben nie etwas gefangen. Aber das war ihnen egal. Ein paar meiner schönsten Erinnerungen stammen von hier. Und meine schlimmsten. Interessant. Akt 3 sind wir jetzt mittlerweile schon. Das ist ja auch mal krass. Wusste ich gar nicht. Das letzte Signal kam aus dem Yachthafen. Es ist nicht sicher, dass er dort ist, aber ein Anhaltspunkt. Hacken wir das Ganze mal. SMS. Einbruch entdeckt. Passwort wird zurückgesetzt. Hinweis an Manager gesendet. Verdammt. Das war schlampig, Pierce. Konzentrier dich. Okay. Irgendjemand muss doch hier den Reset-Code empfangen haben. So, jetzt mal müssen wir den Code finden. Ach, guck mal, da haben wir ihn schon, oder was? Nee, ich glaube nicht. Wäre nicht ganz normal weiß markiert oder so. Was war mit ihm hier? Nee, ne? So, da auch nicht. Kein Interesse. Du vielleicht. Hat Verbindung zu DedSec. Interessant. Er hat ein bisschen Geld hier, glaube ich. Was ist mit dir, mein Freundchen? Aber nein. Auch nicht? Nein. Auch geil. Nö. Nö. Du vielleicht da hinten? Auch nicht. Bankkonto? Immer gut. Ach, guck mal. Wenn er das nicht mal ist. An alle Freunde, ich werde vermutlich gefeuert, aber seid gewarnt, das CTOS manipuliert eure Gedanken. Denkt nach, wie viele von euch haben ihre Meinung geändert und Rushmore gewählt. Traut Bloom nicht. Hoffentlich entdeckt er uns nicht. Aber das ist er doch gewesen, oder nicht? Oder was, hä? Gibt's noch mehr, oder was? Was war mit... War er nicht hier? Überlebender stand da gerade von irgendwas. Nein? Verdächtige Dateien auf seinem Handy? Du vielleicht, meine Liebe? Oder mein Lieber? Ich weiß es gerade nicht. Eine Sie? Oder ein Junge oder was? Ich weiß es gerade nicht. Irgendjemand von euch hier vielleicht? Du vielleicht? Oder der Angler da hinten? Tut mir leid. Auch nicht. Wenn ich so weit bin, was machst du? Da oben. Ist einer. Was war der falsche? Na komm, gerade eben hatten wir dich doch noch. Och Mann, ja komm, dann gehen wir halt nach oben. So, jetzt konnte man gerade hacken. Systemfehler. Passwort musste zurückgesetzt werden. Z01E33T1. Oha, das kann ich mir nicht merken. Das
Wo müssen wir das eingeben? Da hinten oder was? Wo war das? Hä? Ich bin völlig verwirrt gerade. Tut mir leid, liebe Freunde. Mann, Mann, Mann. So, da hinten. Nee, wir sind doch richtig hier, ne? So, einmal bitte eingeben. Vielen Dank, aber auch. Ich nehme an, das Passwort wurde schon eingegeben jetzt. CTOS Station 2. Kenny benutzt ein CTOS-Zentrum. Dann ist er doch noch im Spiel. Und es erklärt auch, warum er in Pawnee ist. Er bleibt am Blumen dran, direkt unter ihrer Nase. Interessant. Jetzt müssen wir den CTOS-Turm infiltrieren. Das hört sich ziemlich spannend an, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Infiltrieren ist ein ziemlich cooles Wort. So, da hinten müssen wir hin auf jeden Fall. Hier haben wir Pöller. Wupp! Einmal gerade schnell hochgefahren. Muss auch mal gemacht werden, finde ich. So, das Geräusch ist auch ziemlich cool. So, jetzt können wir direkt wieder runter machen. Toll, direkt erstmal die Hälfte der Batterie verbraucht. So, ein paar instabile chemische Komponente haben wir gerade erhalten. Wollte ich nur mal gerade angemerkt haben, fast wären wir in das Haus reingerast. Stell dir das mal vor, du wohnst da, du bist da einfach so und wohnst so vor dich hin. Und dann machst du bumm und dann jemand ist mit deinem Auto in dein Haus reingefahren. Das muss krass sein. So, ich hoffe, da sind jetzt keine Wachen. Obwohl, eigentlich wäre es cool. Finde ich persönlich gerade, weil wir haben ja in der letzten Folge diese supergeile Wumme da, diese supergeile Waffe da bekommen. Wenn wir die jetzt einsetzen könnten, wäre schon geil. Wäre schon geil, doch, doch. Aber ich glaube fast nicht, dass da Wachen sind. Ist nämlich kein Sperrgebiet angezeigt. Ich, alter Pessimist. Nee, eigentlich nicht, aber... Ach, komm. Kommst du da nicht hoch, oder was? Denk dich mal ein bisschen an, Aiden. Mann, 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 ey. Satellitenschüsseln. Sieht nach einer verlassenen CTOS-Station aus. Strom gibt es auch noch. Kamera? Kenny hat es hier sicher benutzt. Da oben ist eine. Na, wo führt die Linie hin? Nach da rechts. Muss ich zur nächsten Kamera noch. Die ist ein bisschen zu weit, oder was jetzt? Hä? Komm ich nur zu der Kamera? So, da entriegeln einmal. Dankeschön. Und hier drin haben wir doch gerade eben noch so ein Ding gehabt. Oder? Meine ich mich zu erinnern zumindest. Da oben haben wir noch eine Kamera. Da haben wir noch eine Kamera. Aber nutzen wir alles nichts. Na gut, dann gehe ich mal wieder raus. Und gerade mal hier rein. So, jetzt müssen wir hier irgendwas benutzen. Ach geil, jetzt können wir hier runtergehen. Wird natürlich verriegelt. War klar. Was machen wir denn jetzt hier? Hier konnten wir gerade irgendwas hacken. Ich hab's doch genau gesehen. Nur die Kamera. Da ist eine Schwachstelle. Erkannt. Hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht hoch. Geh ich mal nochmal in die Kamera hier rein. Ich weiß es gerade nicht genau, ehrlich gesagt, wo wir hin müssen. Ach, guck mal. Guck mal einer an. Ach, jetzt wird das Ding hier gedreht. Das ist ja ziemlich geil. Zack, entriegelt. Das ist natürlich eine ziemlich geile Idee. So, und einmal schon hier runter. Geht immer noch nicht, hä? Oh, geil, Motorrad. Aber wo müssen wir jetzt rein? Wir haben ja irgendwas haben wir ja freigeschaltet. Nicht das hier, irgendwas da hinten, ne? Oder so, da können wir auch runter. Hä, ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Komm raus hier. Hä, was ist denn das? Unsichtbare Wand. Ziemlich cool. Ne, hier können wir nicht rein. Hä, wollt ihr mich verarschen? Was sollen wir denn hier machen jetzt? Da nicht? Ne, da ist das. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich ehrlich sagen.
Gehe ich mal hier hoch, haben wir die ganze Ansicht nochmal von oben. Benutzen wir das gerade nochmal, was wir hier auch gerade eben noch gemacht haben. Wenn wir das ging, so. Haha, sehr schön. Zack, und drinnen wären wir. Und hier können wir hoch, ziemlich cool. Und jetzt hier weiter, nehme ich mal an. So, und die Antennen dürfen wir nochmal drehen. Wenn wir das denn hinkriegen. So, wo ging das? Da in der Mitte irgendwo, ne? Jetzt kriege ich nicht die richtige Kameraperspektive. Mensch, so. Ah, guckt euch das mal an. Aber ich glaube, hier müssen wir gar nicht lang. Oder was, hä? Ich bin mega verwirrt gerade, aber ich weiß nicht. Ne, hier können wir gar nicht lang. Also doch vielleicht nicht so, oder was? Ich drehe es nochmal. Ach so, ah, Moment, Moment, Moment. Nochmal. Nochmal bitte. Ich gehe mal auf die andere Seite und dann drehe ich es nochmal. Haha. So. Und jetzt können wir hier den Lift nehmen. Vielen Dank. Und auch wieder abwärts. Dankeschön. Und jetzt können wir hier runter. So geht das nämlich. Haha. Ja. Und jetzt? Och nö, Mann. Ich dachte, jetzt hätte ich es geschafft oder so. Ach, da ist eine Kamera. Ich dachte schon. Krasse Nummer. So, dann gehen wir mal hier rein. Hier lang geht's nämlich mal an. Oh, doch. Hier geht's auch lang. Ach du Kacke, was für ein Riesengebiet, ey. Abgefangenes Audiolog. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Elektronische Teile. Hier können wir irgendwas hacken. Danke, dass du deine Bedenken bezüglich des Bellwether Codes geäußert hast. Aber sei beruhigt, es gibt keine Gehirnwäsche-Features. Oh, und es gibt nur, wir fördern dich zum Kundenbetreuer. Okay. Audiolog abgefangen. So, einmal hätten wir das angehört. Was hätten wir hier noch? So, Systemschlüssel. Und hier können wir wieder raus. So, und da unten müssen wir jetzt natürlich noch reingehen. Ziemlich interessante Nummer. Ziemlich eine Kettenreaktion so ein bisschen. Muss man erstmal ganz viel entschlüsseln, bis man das dann hier letztendlich frei bekommen hat. So, und jetzt können wir hier einmal reingehen. Wunderbar. Irgendwas gescannt hat er da, der gute Aiden Pierce. Oha. Was ist denn das jetzt? Ach, guck mal, nein, wir haben ein neues Versteck da jetzt. Wie geil ist das denn bitte? Also Jed ist der Besitzer von Jedediah's Bar. Hornys liebstes Wasserloch. Interessant. Hoffentlich erwische ich ihn nüchtern. Interessant, interessant. Da, guck mal, was haben wir hier wunderbar bereit für uns stehen. Ein Motorrad. So, wo geht's lang? Die Straße runter. Aber mal gerade hier ganz kurz. Guck mal, da vorne, was haben wir denn da? Ich möchte da mal gerade bitte hin.
So, geh mal hier rein. Ich hoffe, wir haben keinen Kuhstall bekommen oder so. Fände ich irgendwie nicht angemessen. Aber da vorne, was ist denn da vorne? Bitte sag mir nicht, dass das hier jetzt oder hier. Was für ein tolles Versteck. Oh, sieht aber ganz cool aus. Wie cool ist das denn? Ach, wir fallen jetzt wieder irgendwo hin, oder was? Ne, wir befinden uns einfach hier. Hier können wir uns ausruhen. Eine Garderobe. Oh, das machen wir gleich. Aber hier haben wir noch ein abgefangenes Audio-Log. Am Anfang war ich von Blooms Vision echt begeistert, genau wie du. Ich habe das ganze Marketingpaket geschluckt. Verbesserte Lebensqualität durch Hyperkonnektivität und all das. Na, das tun sie auch. An der Spitze sitzen Visionäre. Philanthropen. Bloom hilft dabei, die Unterprivilegierten auszubilden. Sie sind umweltfreundlich. Sie unterstützen alles, vom sozialen Programm bis hin zu medizinischen Forschungen. Diese Dinge sind real. Aber weißt du, an wessen Schreibtisch ich sitze? Raymond Kelly. Und das rüttelt einen schnell wach. Interessant. So, wir gehen mal gerade zur Garderobe. Ach, schade, wir haben nur eine einzige Sache. Und zwar die Garderobe des Rächers. Da müssen wir wohl mal in ein Geschäft gehen, um da neue Sachen zu kaufen. Ziemlich schade. Aber wir haben auf jeden Fall mal gerade hier, können wir mal gerade gucken, hier, neues Gebiet, ja? Hier, neues Versteck. Freigeschaltet in diesem Gebiet. Ziemlich cool. Da müssen wir wohl mal die anderen CTOS-Türme auch freischalten, oder was? Dann kriegen wir noch mehr Verstecke hier in jedem Gebiet wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung, worauf das alles hinauslaufen wird. Aber da haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen wieder was zu tun an Nebenmissionen. Wir hätten ja, haben wir ja nicht genug zu tun mit der Hauptmission, so ist es ja nicht, ne? Nee, aber ziemlich cool. Und hier setzen wir gerade eine Markierung für unser Ziel. Ich gehe mal gerade wieder hier raus. Ja. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ja, das war's von dieser Folge. Mir hat's mega, mega Spaß gemacht. Wir haben einen CTOS-Turm freigeschaltet. Und damit ein neues Gebiet für den lieben Kenway, also auch ein neues Versteck. Ja, das fand ich doch ziemlich cool. Also mir hat es mega Laune gemacht, ich hoffe euch auch. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao.